So, weiter im Text. Wir greifen jetzt mal den 100 Mann hier wehen an. Wir sollten möglichst tief reingehen, damit die anderen hier weitermachen können. Also greif du mal den da an. Den einen Bomber, der sich eh nicht verteidigen kann. Genau. Nächste Runde kannst du dann die 52 Jäger da angreifen. So, du fliegst mal weiter dahin. Okay. So, Bomber sind auf dem Weg dahin. Haben wir hinten noch irgendwo Bomber? Ja, jede Menge. Sehe ich das richtig? 100 Bomber? Ne, 83. Immer noch eine ganze Menge. Hier fliegt mal bitte hier hin. Wird zwar irre lange dauern, aber das kriegen wir schon hin. So, und ihr bombt den Planeten da bitte. Ihr steht da auf Reserve. Wir brauchen unbedingt hier noch einen Planeten, damit wir den ganzen Bereich hier aufdecken können. Hier unten seid ihr noch am Bomben. Du fliegst weiter nach da. Wo ist unser Bomberplanet Nummer 2? Da. Du schickst bitte Bomber. Dahin. Runde beenden. Oh. Wir könnten ja fast gewinnen. Die könnten sogar gewinnen. Die gewinnen. Okay, wir können nicht jede Schlacht gewinnen. Aber dafür gewinnen wir den Krieg. Das ist auch was. Antriebsstufe 8. Sehr schön. Borvor wurde getötet. Oh. Das war wohl Borvor. Du schnappst dir bitte die. Ende. Okay. Danach fliegst du wieder zurück auf den Planeten. Machst da zu Ende. Du gehst auf den Planeten rauf und du gehst auch auf den Planeten rauf. Und du bombst da nächste Runde. So, ihr könnt eigentlich da oben aushelfen. Aber ich würde doch ganz gerne den Planeten da erobern. Das heißt, wir schnappen uns jetzt von hier irgendwo ein Kolonieschiff. Und du fliegst mal einfach dahin. Schnappen uns von hier ein Kolonieschiff. Du. Und du fliegst bitte dahin zum Kolonisieren. Runde beenden. Die ziehen jetzt alle nach. Hier werden fleißig Jäger gebaut, aber das sind zu wenige. So, du machst die da weg. Fliegst auf den Planeten rauf. Du bist immer noch nicht da, weil Bomber zu langsam sind. Und komm, du hilfst da oben mal aus. Sonst haben wir irgendwann nicht mehr genügend Jäger. Schicken wir den 100er-Trupp nochmal dahin und den 100er-Trupp dahin. Denn Rot scheint irgendwie die größere Bedrohung zu sein, als die paar Flecken hier unten. Und oh, die Bomber sollten mal weiterziehen. So, du dahin. Du dahin. Ihr helft da aus, der Rest hilft da aus und du fliegst schon mal weiter. Was machen die da eigentlich? Der Planet ist doch rot, grau, also gar nicht kolonisiert. Greift die... Oh, wir haben nur 5 Jäger dabei. Das wird nicht gut enden. Jetzt verlieren wir 32 Bomber, weil ich nicht aufgepasst habe. Nee. Nicht so schön. Aber na gut. Greift er uns dann auch an? Orange? Orange greift uns nicht an. Ja, komisch. Na gut, dann schützen wir jetzt unsere Bomber. Du hilfst da oben auch noch aus. Du hilfst auch noch aus. Du fliegst da oben hin. So. Die Bomber sind endlich da. Sehr gut. Jedenfalls die einen. Du machst die mal kaputt, bevor die sich irgendwie sammeln können. Das muss ja nicht sein. Du greifst die an, auch kaputt, und fliegst dann wieder zurück auf deinen Planeten. So, die Bomber da sind fertig. Wir warten immer noch auf das Kolonieschiff. Und du greifst bitte die da an. So, Runde beenden. Ah,
er kriegt wohl jede Runde so an die 20 Jäger, aber das reicht bei weitem nicht. Die hauen wir einfach immer wieder schnell weg. Setzen uns auf die Planeten wieder rauf. Oh, wir haben verloren. Aber dafür hat er auch einen ganzen Planeten verloren. Das ist schon, okay, so. Die hunderte Trupps ziehen wir alle nach und nach. Du hast inzwischen wie viele Jäger? 28. Er hat 33. Nee, komm. Das machen wir so rum. 54. Der Trupp wäre auch weg. Und die Bomber ziehen einfach mal weiter, da wir hier kein Ziel haben. Aber sobald der Planet da oben kolonisiert wird, werden wir hier unten wahrscheinlich noch mehr orangene Ziele sehen. Wenn das Kolonieschiff dann irgendwann mal ankommt. Oh, Grün lebt auch noch irgendwo. Stimmt, die könnten hier noch Kolonien haben. Dann gucken wir doch mal. Du dahin, gründe Kolonie. Wow, okay. Sehr viel Orange. Du, greif mal da an. Du beweg dich schon mal dahin. Du bombst den letzten grünen Planeten. Also den wahrscheinlich letzten grünen Planeten. Wir wissen nicht, was hier mit den beiden noch ist. Aber dafür forschen wir gerade Antrieb, damit wir die letzten 14 Jahre noch aufdecken können. So, du hilfst damit. Du hilfst damit. Du gehst schon mal zu den Bombern da. Und du... Du gehst mal in die ungefähre Richtung, auch wenn da nicht sehr viele Jäger bei sind. Die haben alle ihre Befehle. Du machst die kaputt. Und ja, rot geht's langsam richtig dreckig. Aber ist ja auch der Sinn des Ganzen. So, Runde beenden. Oh, 100 Jäger, 28 Jäger. Grün ist tot. So, du machst mal die kaputt. Setz dich auf den Planeten rauf. Wir müssen echt Orange so nach und nach ein wenig in Bedrängnis bringen. Sonst produziert er zu viele Jäger und wir müssen irre viele Runden damit verbringen, von hier hinten wieder Nachschub zu holen. So wie jetzt gerade. Und das muss ja nicht sein. Also du machst schon mal den Planeten kaputt. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Du bist da oben gebraucht. Nein, nicht mehr so wirklich. Also die 100 können auch mal nach unten. Die Bomber können dahin. Die Bomber können zum nächsten Planeten ziehen. Und das war es ja auch. Oh, die Bomber haben nichts zu tun. Du machst schon mal den Planeten da kaputt. Ende. Oh, 28 gegen 27 und er hat viel mehr Effektivität. Dann wird er wohl gewinnen. Aber ja, kleine Rückschläge halten uns nicht auf. Das ist schon okay. Das da könnte ein schwerer Rückschlag werden. Wie viele Jäger hast du dabei? 57. So, du greifst ihn mal an, auch wenn du verlieren wirst. Aber dafür hat er ein paar weniger Jäger, wenn er gleich die Bombe angreift. Jetzt hat er nämlich nur noch 90, 96 und wir haben immer noch die 100, das ist okay. So, du gehst da unten und hilfst. Du gehst da oben hin und hilfst. Der Rest geht dahin. Und du bombst den nächsten Planeten. Ihr macht da die Schiffe kaputt. Und du bombst damit. Sehr gut. Ja, ist echt nur noch eine Aufräumaktion. Aber dann hätten wir das auch erledigt. Und jetzt kommt die Schlacht mit den 96 gegen 99. Aber die werden auf jeden Fall gewinnen, weil die doppelt so viel Effektivität haben. Ja, damit sind auch alle unsere Bomber weg. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber wenigstens wehrt er sich ein wenig. So, du gehst auf den nächsten Planeten zum Bomben. Du blockierst den Planeten. Ihr macht den da oben kaputt. Die restlichen Jäger gehen hier nach unten, um den Orangen ein wenig in Schach zu halten. Und du machst den bitte kaputt. Auch wenn das sehr viele Jäger kosten wird. Weil er halt wesentlich effektiver ist mit den Waffen. Ja, hat uns gut was gekostet.
So, da haben wir nur 12 Jäger mit dabei. Das ist nicht gut. Du fliegst mal dahin. Du kannst nichts mehr machen. Dafür sind die Bomber hier unten fertig. Du fliegst mal dahin. Du füllst die auf, gehst danach da. Du gehst mit denen zusammen und du fliegst langsam Richtung nächsten Planeten zum Bomben. Hier oben ist auch nichts mehr zu tun. Hier wird gebombt, da wird gebombt, da wird blockiert. Ja, Runde beenden. Ah, kein Gegner hat sich gerührt. Das ist ein gutes Zeichen. Den Planeten hätten wir jetzt auch blockiert. Du bombst bitte den da. Du bist fertig, gehst nach unten und du gehst darauf. Das müsste der letzte Planet von Rot gewesen sein. Danach fehlt nur noch Orange. Und Antrieb ist gerade mal bei der Hälfte. Das heißt, wir müssen eventuell hier noch irgendeinen Planeten in Beschlag nehmen, um zu gucken, was da unten ist. Aber alles Schritt für Schritt. Erstmal bomben wir den Planeten. Blockieren den Planeten. Schicken da Verstärkung hin. Und da Bomber. So, Runde beenden. Blue Death, der rote Spieler, ist tot. Okay. Du blockierst den, du fliegst nächste Runde dahin, du hilfst da mit. Und du fliegst schon mal nach da ganz unten. Und der Gegner nimmt sich echt die Zeit, um jetzt noch Ressourcen abzubauen. Das ist irgendwie komisch. Du fliegst dahin. Du bombst da, du bist mit Bomben fertig, machst da weiter. Die restlichen Jäger helfen damit. Beenden. Noch ein Planet kaputt. Aber nun, wie viele Jäger sind dabei gewesen? Ach, 95, sehr schön. Die können nach da. Du kannst nach da oben. Du gehst dahin. Du blockierst nicht mehr. Du greifst erstmal eine kleine Flotte da an. Nicht, dass sie noch irgendwo Unsinn machen. Und gehst dann zurück auf den Planeten. Du bombst da. Du gehst auch darauf. Runde beenden. Und das werden wir jetzt in schätzungsweise 3-4 Runden alles abgehakt haben. So, du schnappst dir mal die beiden. Du bombst da. Du gehst dahin. Haben die den Planeten eben gerade kolonisiert? Oh ja, dreist. Na gut. Du hast genügend Jäger, machst die kaputt. Und du schnappst dir die da unten. Oh. Das wird nichts. 26 gegen 34 und beide sind gleich stark. Aber wir haben es ja. Absolute Ressourcenverschwendung und so. Aber was soll's. So, du musst bitte aus dem Weg gehen. Und die Bomber durchlassen. Die Bomber gehen dahin. Haben keinen Widerstand. Runde beenden. Glückwunsch, Antriebsstufe 10. Und da unten waren wirklich noch zwei Planeten von denen. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass keiner hier durchflitzt und irgendwo neu kolonisiert. Das würde das Ganze ja nur unnötig in die Länge treiben. Du bombst bitte da. Und ihr bombt bitte da. Das heißt, die 3-4 Planeten sind nächste Runde auch weg. Dann müssen wir nur noch nach da unten gehen. Runde beenden. Er kann nicht großartig viel machen. Alle Planeten sind sofort in einer Runde ausgelöscht worden. Weil wir halt recht viele Bomber haben. Und ihr geht bitte alle nach unten. Beenden. Militärstufe 8. Oh, wir haben Antrieb auf Maximum gebracht. Es geht nur 10. Deine Schiffe können sich 99 Felder von Planeten entfernen. Okay, also die ganze Karte. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und gewonnen? Fragezeichen. Kurz getötet. Achso, wir haben erst gewonnen, wenn wir Runde beenden drücken. Klick. Ja, und wieder gewonnen. Also ich muss zugeben, mir hat es nicht wirklich Spaß gemacht nach der zweiten Folge von diesem zweiten Leben, weil es einfach zu einfach geworden ist. Trotzdem ist es vom Prinzip her ein sehr interessantes Spiel und hat tierisch viel Potenzial.
Ich hoffe mal, dass sie möglichst schnell einen Multiplayer-Modus einfügen. Den haben sie nämlich, glaube ich, noch nicht. Guck mal ganz kurz. Neues Spiel. Ah doch, sie haben einen, aber der ist nur Hot Seat. Das heißt, ihr müsst das alles an einem Rechner spielen. So richtig oldschool-mäßig. Der Haken dabei ist nur mal, dass man mit dem anderen auf den Bildschirm gucken kann. Außer hier geht erstmal Raum raus und das ist recht nervig. Und also ja, ein richtiger Multiplayer-Modus wäre noch ganz schick. Oder halt eine bessere KI, aber die ist immer sehr schwer zu programmieren. Na gut, ich hoffe, ihr fandet es trotzdem soweit interessant, auch wenn es nicht wirklich eine Herausforderung war. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.